Seit dem 1. März 2017 gibt es ein neues Gesicht in der Range Rover-Familie. Der neue Range Rover Velar feiert Weltpremiere im Londoner Design Museum und erweitert als viertes Range Rover-Modell das Angebot. Der Neuling findet seinen Platz im Portfolio zwischen Range Rover Evoque und dem Range Rover Sport. Für souveränes Vorwärtskommen bei zeitgemäßer Effizienz sorgt ein Programm von sechs Diesel- und Benzinalternativen, jeweils gekoppelt mit einer weichschaltenden ZF-Achtgangautomatik sowie permanentem Allradantrieb mit der Softwaresteuerung Intelligent Driveline Dynamics. Die Leistungsspannbreite der sauberen und laufruhigen Ingenium-Vierzylinder-Diesel reicht im neuen Velar von 132 kW 180 PS bis 177 kW 240 PS bei 500 Newtonmeter Drehmoment Maximum. Gesellschaft erhalten die Selbstzünder zunächst von einem brandneuen Vierzylinder-Benzinmotor aus der Ingenium-Baureihe, der eine Leistung von 250 PS bietet. Unter anderem setzt der für den Sprint von 0 auf 100 die Messlatte auf 6,7 Sekunden. Eine noch kraftvollere Version mit einem Benzinertriebwerk mit einer Leistung von 300 PS folgt im Jahr darauf. Der neue Range Rover Velar punktet nicht nur, wie auf diesen Bildern zu sehen ist, mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, die ihn von vielen Mitbewerbern abhebt. Nein, er vergisst auch nicht seine Wurzeln in uneingeschränkter Offroad-Fähigkeit, allerdings mit deutlich mehr Komfort als alle seine Urahnen.